Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für diesen Antrag. Ich danke dem Minister für seine Rede, insbesondere für die 5 Minuten zusätzlich. Demonstration der Bäuerinnen und Bauern. Das ist hier eine gute Gelegenheit, Respekt zu sagen vor denen, die sich unabhängig von Bauernverband und von allem anderen auf den Weg gemacht haben für Landwirtschaft, für ländliche Räume in Schleswig-Holstein. Ich hatte intensiven Kontakt mit denen, die es organisiert haben. Und dabei ist deutlich geworden, das sind die Landwirte und Landwirtinnen, die wissen, dass sich etwas ändern muss. Die aber auch wissen, dass die ökologischen Anforderungen, die zusätzlichen gesetzlichen Ansprüche brauchen einen ökonomischen Ausgleich. Und das ist das zentrale große Problem. Die Bauernproteste hier in Rendsburg auf dem Willy-Brandt-Platz, da geht es mir so wie Heiner Rickers. Das war eine nachdenkliche Veranstaltung. Das war ganz klar die Bereitschaft, mit der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Das war das Bemühen der Landwirtschaft. Guckt genau hin, seht, welche Herausforderungen wir haben, welche Chancen wir haben, welche Probleme wir haben. Das Motto ist ja, wir bitten zu Tisch. Wir bitten zu Tisch, auch um miteinander zu reden. Das war großartig. Aber genauso kritisch müssen wir sehen, wenn es jetzt an anderer Stelle zu wirklich schwierigen Situationen kommt. Wenn Häuser von Politikern belagert werden, wenn Journalisten belagert werden, dann geht das so nicht. Und von diesen Auswüchsen, von diesen Unterwanderungen einer gut auf den Weg gebrachten Aktion distanzieren wir uns ausdrücklich. Dieser Antrag, und das ist jetzt gerade schon deutlich geworden, macht eins deutlich. Die Unterschiede zwischen Grün und Schwarz und Gelb sind groß. Das, was Sie hier versuchen, ist der Ritt auf der Rasierklinge. Und dieser Moment, die Verbrüderung von Heiner Rickers und dem Minister auf Allgemeinheiten, auf dem, was man könnte, wollte, müsste, hilft der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein nicht weiter. Während die CDU mit weiter so Agrarpolitik machen will, ist bei den Grünen die Agrarwende das Ziel. Beides geht nicht zusammen, das wissen wir. Das sind die Gegensätze zwischen denen die Landwirtschaft in den letzten Jahren zerrieben wurde. Die Demonstration auf dem Willy-Brandt-Platz hat es deutlich gemacht. Heiner Rickers konzentrierte sich in seinem Beitrag auf Stalleinbrüche und den Pressesprecher der Polizei in Itzehoe. Oliver Kubacki hat seinen Respekt vor der Landwirtschaft zum Ausdruck gebracht, schlüpfte dann aber ganz schnell in die Oppositionsrolle auf Bundesebene. Nichts Konkretes zu dem, was hier in Schleswig-Holstein nötig ist. Nichts Konkretes, was denn Politik hier wirklich machen will. Der Minister, ich habe doch noch ein paar Minuten Zeit, jetzt mal entspannt bleiben. Der Minister sprach über den Dialog Landwirtschaft 2040. Das ist wunderbar, Herr Minister, aber ich habe das schon mal gesagt. 2040, dann ist es für viele Betriebe hier in Schleswig-Holstein vorbei. Dann ist die Vielfalt, die wir jetzt in Schleswig-Holstein haben, wir reden über die Entscheidungen von heute und von in den nächsten 2 Jahren. Wir reden nicht über die Entscheidungen irgendwann, irgendwo auf dem Weg. Und das muss deutlich werden. Das hilft den Bauern so keinen Millimeter weiter. Gestern war zu lesen, dass Minister Albrecht mit der Landwirtschaft im Dialog ist, um diese fit für die Zukunft zu machen und dabei den Anforderungen des Umweltschutzes gerecht zu werden. Was für ein Irrtum! Die Bauern sind fit für die Zukunft. Sie brauchen aber eindeutige politische Rahmenbedingungen, auf die sie sich verlassen können. Und das ist der Punkt. In Schleswig-Holstein haben wir eine beträchtliche Zahl von Betriebsleiterinnen und Leitern, die wissen, dass sich was ändern muss. Da oben sitzt ein hochengagierter Vertreter genau dieser Landwirtschaft. Die wissen, dass wir eine Neuausrichtung der Agrarpolitik brauchen, um Zukunft zu sichern. Das hemmungslose Wachstum der vergangenen Jahrzehnte,
die Konzentration, die Förderung von Hektar statt Gemeinwohlleistungen mit all den Konsequenzen für Natur, Umwelt und Klima bringt die Landwirtschaft in Not. Durch Preisverfall und Überangebot, dazu eine massive Konzentration in der Ernährungswirtschaft. Heute gleich haben wir noch mal das Thema massive Konzentration in der Fleischindustrie und auch im Lebensmitteleinzelhandel. Das hat die wirtschaftliche und mentale Situation auf den Höfen aus dem Ruder laufen lassen. Die SPD steht für eine Neuausrichtung der Agrarpolitik hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft, ökologisch verträglich, sozial gerecht, ökonomisch rentabel und am Tierwohl orientiert. Und ökologisch verträglich bedeutet weniger Pestizideinsatz, flächengebundene Tierhaltung, Erhalt der Kulturlandschaft, ein Düngerecht, das endlich den Anforderungen der EU entspricht und ein aktiver Natur- und Artenschutz. Ihre Ministerin, Herr Rickers, hat gestern im Agrar- und Umweltausschuss des Deutschen Bundestages sich ganz klar bekannt zum Insektenschutzprogramm, hat sich ganz klar geäußert zu der Ausstiegssituation Glyphosat, hat das Datum bekannt. Das alles ist gestern gewesen und es ist doch ein richtiger Weg. Und ich finde, wir sollten uns diese Schritte der Großen Koalition nicht schlecht reden lassen, sondern Landwirtschaft braucht, und das ist in all diesen Programmen ja hinterlegt, um das leisten zu können, eine finanzielle Unterstützung und braucht ein Honorieren der Leistungen für den Naturschutz. Sozial gerecht bedeutet, dass wir die Leistungen der Landwirtschaft für den ländlichen Raum anerkennen und auch anerkennen und sicherstellen, dass es ordentliche Arbeits- und Ausbildungsbedingungen auf den Höfen und in der Ernährungswirtschaft gibt. Das ist das, was Bauern wollen, dass sie für die Arbeit, die sie leisten, auch wirklich ordentlich entlohnt werden. Faire Preise für das, was sie tun. Da sind wir auch bei ökonomisch rentabel, faire Preise für qualitativ hochwertige Produkte und eine europäische Agrarförderung, die nicht den Besitz von Hektar fördert, sondern die Leistungen für das Gemeinwohl honoriert. Nicht weniger Geld im System, aber gerecht verteilt an Landwirtschaft und für den ländlichen Raum. Billigste Lebensmittel in Europa, das ist bei uns die Situation. Aber wir haben ja auch die niedrigsten Mindestlöhne. Vielleicht hängt das ja sogar zusammen. Tatsache ist, dass die Gesellschaft den Bezug zur Lebensmittelproduktion verloren hat. Einerseits billig an der Ladentheke, andererseits die Angriffe auf die Landwirtschaft. Das geht nicht. Bauernbashing ist etwas, das darf nicht sein. Das Thema ist hochkomplex und viele Akteure sitzen mit am Tisch. Deshalb, wir brauchen einen Schulterschluss von Landwirtschaft und Verbrauchern. Dieses Gegeneinander Verbraucher und Landwirtschaft durch Unkenntnis, durch Unwissenheit, durch Respektlosigkeit, das muss aufhören. Wir schaffen den Weg in die Nachhaltigkeit nur, wenn Verbraucher und Landwirtschaft sich zusammentun und wenn die Politik endlich die nötigen, mutigen Entscheidungen trifft. Ich hätte heute erwartet, Herr Minister, nach dem, was im Bundestag gestern beschlossen wurde, dass Sie einmal sagen, die Umschichtung erste, zweite Säule, das ist eine Möglichkeit, ganz akut jetzt den Landwirten hier in Schleswig-Holstein zur Seite zu stehen, bei der Neuausrichtung, bei Investitionen, bei allem. Davon habe ich von Ihnen kein einziges Wort gehört. Das Geld steht vor den Toren Schleswig-Holsteins und Sie haben heute in dieser Diskussion nicht ein einziges Wort gesagt, was mit diesem Geld passieren soll. Und gucken wir doch, was wir in den letzten Jahren hier im Landtag beschlossen haben. Die SPD hat einen Antrag gestellt zum Thema Düngerecht. Der ist hier mit BAMP und Borea abgelehnt worden, sei alles nicht nötig, müsste man nicht drüber reden. Wir sehen ja, wie sehr man hätte drüber reden müssen. Wir haben gesprochen über ein Tierwohllabel, über ein verpflichtendes staatliches Tierwohllabel. Unser Antrag ist abgelehnt worden und Frau Klöckner hat sich auf die Kette gekriegt, einen ordentlichen Vorschlag zu machen. Wir haben geredet über einen Ausstiegsplan Glyphosat. Wir haben einen Antrag gestellt, dass sich alle zusammensetzen sollen, um einen Ausstiegsplan Glyphosat für Schleswig-Holstein auf den Weg zu bringen. Haben Sie auch abgelehnt. Und so könnten wir diese Reihe munter fortsetzen. Nein,
Konkretes, Gemeinsames nach vorne für die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein haben wir von Jamaika nicht zu erwarten. Dazu sind Ihre Positionen zu weit auseinander. Danke.